Die Schmiede im Riesengrunde. Schlesisches Märchen. Erzähler: YouTube-Glockengießer. Am Fuß der Schneekoppe, dem höchsten Berg des Riesengebirges, befand sich einst ein Gasthaus. Und das hieß, solange das Gebiet noch zum deutschen Boden gehörte, die Bergschmiede, obwohl dort schon seit Menschengedenken kein Schmiedehandwerk mehr ausgeübt wurde. Einst lebte in diesem Haus ein sehr geschickter Huf- und Waffenschmied. Er arbeitete Tag und Nacht und ruhte nur des Sonntags, um zum Gottesdienst in die Kirche zu gehen. Leider hatte der Mann aber einen großen Fehler. Er war nämlich geizig. Sein Plan war es, möglichst schnell viel Geld zusammenzusparen, um dann das Arbeiten aufzugeben und den feinen Herrn zu spielen. Da trat eines Tages ein fremder Ritter zu ihm in die Werkstatt und bestellte bei ihm eine stabile Stahlrüstung. In 8 Tagen, zur selben Stunde, muss die Rüstung aber fertig sein, sagte der Ritter zum Schmiedemeister. Ich werde sie persönlich abholen kommen. Wenn ihr den Termin halten könnt, bezahle ich euch 30 Gulden. Der Schmiedemeister nahm den Auftrag an. Er versprach, die Rüstung bei Zeiten fertig zu haben. Er ging auch sofort an die Arbeit. Doch so sehr er sich auch bemühte, die Arbeiten schnell auszuführen, ging es nur langsam vorwärts. Was immer er tat, missglückte ihm. Das Feuer in der Schmiedeesse ging dauernd aus und die Werkzeuge zerbrachen. Auch misslang ihm so mancher Hammerschlag. Es war zum Verzweifeln. Irgendwann waren es schließlich nur noch 3 Tage, bis der Ritter vorbeikommen und die bestellte Rüstung abholen wollte. Schlaflos lag der Schmiedemeister auf seinem Lager und überlegte, welche Ausreden er dem Ritter gegenüber gebrauchen sollte. Da klopfte es plötzlich um Mitternacht an sein Fenster. Konnte das sein? Draußen stand ein wandernder Schmiedegeselle, der um ein Nachtquartier bat. Der Meister ließ ihn ein, setzte ihm ein gutes Essen vor und erzählte ihm von seinen erfolglosen Bemühungen. »Ähnliches habe ich schon öfter erlebt«, sagte der Schmiedegeselle und versprach dem Meister, am nächsten Tag bei der Arbeit zur Hand zu gehen. »Über den Lohn können wir uns später immer noch einig werden.« Da war der Meister zufrieden und beide gingen schlafen. Am nächsten Morgen machten sie sich bald an die Arbeit. Und diesmal ging es erstaunlicherweise ganz gut vorwärts. Alle Arbeitsschritte gelangen auf Anhieb, und als der Abend kam, war die Rüstung des Ritters vollendet. Wie der Ritter dann am Tag darauf in der Früh vorbeikam, um die Rüstung abzuholen, war er sehr erfreut. Er lobte die ausgezeichnete Qualität der Arbeit und sagte: »Schmiedemeister, wir hatten 30 Gulden vereinbart, aber eure Arbeit ist von so guter Qualität, dass ich bereit bin, freiwillig das Dreifache zu bezahlen.« Und damit zählte er 90 blanke Taler auf den Tisch und verabschiedete sich mit freundlichem Gruß. Am Tag danach rüstete sich auch der fremde Schmiedegeselle zum Aufbruch und bat um seinen Arbeitslohn. Der Schmiedemeister legte ihm daraufhin 2 Münzen hin. »Nein, Meister«, sagte der Schmiedegeselle darauf, »das ist ungerecht. Ihr habt nur durch mich 90 Gulden verdient. Wäre ich nicht gekommen, hättet ihr nicht einen einzigen Pfennig erhalten und hättet die Schande noch obendrein. Aber ich will nicht so sein. Ihr sollt das behalten, was ihr mit dem Ritter zuvor vereinbart habt. Das waren 30 Gulden. Die sollt ihr behalten. Aber die restlichen 60 möchte ich haben.« »Du Gauner«, schimpfte der Schmiedemeister und fuhr den Gesellen wütend an. »Hier sind deine 2 Gulden. Das ist dein Verdienst. Nimm sie gefälligst und sei zufrieden. Wenn du nicht aus dem Haus gehst, hetze ich die Hunde auf dich.« Da griff der Schmiedegeselle nach den 2 Münzen und sagte: »Gut, ich gehe. Aber ihr seid selbst schuld, wenn ich ganz in eurer Nähe eine neue Schmiedewerkstatt eröffne.
denn dass ich mein Handwerk verstehe, werdet ihr wohl bemerkt haben. Baut euch meinetwegen eine Schmiede auf dem Brunnenberg, schimpfte der erregte Schmiedemeister noch lauter. Wie ihr meint, antwortete der Schmiedegeselle, steckte die beiden Münzen ein und ging seiner Wege. Dem Schmiedemeister war anfangs nicht ganz wohl bei der Sache, als er sich die Worte des Schmiedegesellen noch einmal richtig durch den Kopf gehen ließ, aber er dachte nicht mehr länger darüber nach. Als er dann jedoch einige Tage später aus seinem Fenster hinaus in Richtung des Brunnenberges schaute, welcher der Bergschmiede gerade gegenüber liegt, bekam er einen gewaltigen Schrecken. Er sah, wie sich auf dem Gipfel des Berges ein großes Gebäude erhob und erkannte an der Bauweise, dass jenes Gebäude eine neue, große Schmiedewerkstatt war. Der fremde Schmiedegeselle ging gerade stolz um das Gebäude herum, um es zu begutachten. Schon am darauffolgenden Abend konnte man Funken aus dem Schornstein des neuen Schmiedegebäudes auf dem Brunnenberg fliegen sehen, und vom Berg herab war das laute Dröhnen des Schmiedeambosses zu hören. Da nahm sich der Bergschmiedemeister vor, noch fleißiger zu arbeiten als bisher, um die gesamte Kundschaft für sich alleine zu gewinnen. Doch das half ihm wenig, denn sein Konkurrent lieferte die Arbeiten nicht nur schneller und schöner als er, sondern auch billiger. Nach und nach ging die gesamte Kundschaft der Bergschmiede zu dem neuen Schmiedegesellen auf dem Brunnenberg über. Es kam schließlich sogar so weit, dass der Bergschmiedemeister seine ersparten Gelder angreifen musste, um leben zu können. Als er einmal in den Geldbeutel sah, in dem er die restlichen 88 Gulden verwahrt hatte, die ihm einst der Ritter für die Rüstung bezahlt hatte, schrak er entsetzt zurück. Nur noch 30 Taler waren echte Münzen. Die restlichen 58 hatten sich in elende Tonscherben verwandelt. Jetzt erst erkannte und begriff er, dass niemand anderes als Rübezahl, der Berggeist des Riesengebirges, dieser fremde Schmiedegeselle gewesen sein konnte. Gegen ihn und seine magischen Kräfte würde er niemals ankommen können. Daher verkaufte er noch im selben Jahr seine Schmiedewerkstatt samt dem dazugehörigen Wohngebäude und zog in ein fernes Land, in dem der Berggeist keine Macht mehr besaß. Am Tag, als er auszog, verschwand auch die neue Schmiedewerkstatt auf dem Brunnenberg. An ihrer Stelle blieb nur ein großer Felsen übrig, der bis in die heutige Zeit als Rübezahls Amboss bezeichnet wird.